Inga, jetzt wollen wir doch mal über dich sprechen. Ja. Du sagst, du kannst die Welt verändern, man muss es nur wollen, man muss es einfach machen. Und mit Ingas Idee wird sich bei uns zu Hause auch ganz viel ändern. Inga züchtet nämlich das Huhn der Zukunft. Was das bedeutet, schauen Sie selbst. Ich bin Inga Günther und ich setze mich für eine zukunftsfähige Nutztierhaltung ein. Ich glaube fest daran, dass wir die Welt verändern können, wenn man es will und wenn man es einfach macht. Inga Günther ist auf dem Weg zu ihren Kleinen. Und damit meine ich nicht ihre Kinder. Hier in Goch an der niederländischen Grenze züchtet die 34-Jährige das, was sie stolz das Huhn der Zukunft nennt. In jahrelangen Kreuzungen entstand eine eigene Rasse. Und irgendwie sind diese süßen Küken dann doch ihre Babys. Das ist ein Hahn übrigens. Wir begleiten die Tiere sehr intensiv. Ich war ja auch schon beim Schlupfen mit dabei. Und wir sehen manchmal plötzlich Dinge, die wir in der Generation vorher noch nicht gesehen haben. Das ist immer so ein bisschen Hoffnung und Zukunftsmusik auch, die dann für mich hier mit im Stall klingt. Ja. Was mir bisher gar nicht so klar war, quasi alle Hühner weltweit stammen von vier großen Zuchtmonopolisten ab. Selbst die Tiere für Biohöfe. Die Industrie hat zwei Rassen auf Höchstleistung getrimmt. Die eine setzt möglichst viel Gewicht an und die andere legt besonders viele Eier. Und das Schlimmste ist, in Zuchtbetrieben werden männliche Küken getötet, nur weil sie sich nicht rechnen. Inga rettet also Leben. Sie züchtet ein sogenanntes Zweinutzungshuhn, das Eier legen und kräftig wachsen kann und bei dem sich auch die Hähne zur Mast eignen. Und das, was wir hier ja jetzt in Händen halten, das ist eine totale Besonderheit, weil dieses Tier einfach ein Anti-Hochleistungstier ist. Das hat mit dem normalen Tier überhaupt nichts zu tun. Ja, und mir ist es wichtig, weil ich selber die Tiere einfach gerne mag. Dabei war Inga erstmal gar nicht begeistert, als sie als Jugendliche ein Schulpraktikum auf einem Bauernhof machen sollte. Dann durfte sie vier Küken mit nach Hause nehmen und hat schnell ihre Liebe zu Hühnern entdeckt. Und noch mehr, aus den Küken wurden Gockel. Seltsam, fand Inga. Hähne hatte sie auf dem Hühnerhof gar keine gesehen. Und dann habe ich angefangen zu fragen und habe natürlich den Landwirt angerufen, bei dem ich damals auf dem Hof war. Und der war dann der Erste, der mir gesagt hat, du, also mit den Hähnen passiert gar nichts. Also die landen direkt im Müll. Und das hat mich natürlich richtig schockiert. Das hat mich richtig schockiert, weil ich dachte, wenn es sowas tatsächlich gibt, dann doch aber nicht auf einem Bio-Bauernhof. Inga wollte diese Grausamkeit nicht akzeptieren. Mit 16 hat sie die Schule geschmissen und sich einen ersten Hühnerstall und Brutkästen gebaut. Jetzt wollte sie Landwirtin werden. Doch der Traum ist schnell geplatzt. Wegen einer Wirbelsäulenverkrümmung wird sie nie körperlich schwer arbeiten können. Erstmal war ich echt frustriert drüber, so, weil damit war für mich irgendwie mein Lebenstraum auch zerstört. Und das ist ja so als junger Erwachsener auch ja, ein spezieller Moment, wenn man so anfängt zu entdecken oder sich so diese Frage stellt, wer bin ich eigentlich und was will ich machen? Und damit war das so erstmal total zunichte gemacht und ich musste wieder zurück auf die Schule, weil ich konnte ja eigentlich keinerlei Ausbildung in dem Zustand machen. Aber aufgeben war noch nie was für Inga. Sie hat sich durchs Abitur gekämpft und ökologischen Landbau studiert. Noch während des Studiums hat sie dann ihre erste Tochter zur Welt gebracht. Für Inga kein Grund aufzuhören. Das Studium hat sie durchgezogen. Und als ihre zweite Tochter zur Welt kam, ließ sie das Thema Bruderküken immer noch nicht los. Von daher habe ich viel Zeit dazu gehabt, auch darüber nachzudenken, mit einem Baby im Kinderwagen spazieren. Was gibt es Besseres, als dabei über Hühner nachzudenken?
klar, wer kennt das nicht? 2010 fanden Inga und ihr Mann Jobs und eine neue Heimat am Bodensee, in einem großen Ökobetrieb. Die Oma ist mitgekommen, um das Paar bei der Kindererziehung zu unterstützen. Endlich konnte Inga mit ihrer Forschung loslegen. Sie hat Gelder beantragt, einen Stall gebaut und 80 Tiere gekauft. Im festen Glauben an ihre Idee, die Rückkehr zum Zweinutzungshuhn, begann sie ihre Züchtungsarbeit. Als erste und einzige in Deutschland. Na, und dann habe ich das hier ungefähr so 3 Jahre gemacht und habe so, ja, eigentlich wirklich jeden Tag dann mit dem Kind auf dem Rücken im Hühnerstall zugebracht. Süß. Wie alt sind die beiden? 10 und 12 mittlerweile. Süß. Ohne Geld und mit einer großen Idee als Anfänger, auch ohne große Kontakte jetzt so in die Szene, stehst du natürlich erstmal relativ alleine da. Von Anfang an hat Inga für ihre Idee gekämpft. Auf Messen und mit Networking. Einer der ersten, den sie von sich und ihrer Mission überzeugen konnte, war Sascha Damaschun. Er ist Geschäftsführer eines etablierten Bio-Großhandels und der erste, der Inga Geld für ihre Züchtungsarbeit gegeben hat. Viele hätten vielleicht gedacht, auch bei so einer jungen Frau, da parken sie das Thema mal und dann bleibt das da 10 Jahre und dann hört man vielleicht nie wieder was davon und das ist auch gut so. Und die Inga hat den Spieß sozusagen umgedreht und hat sie alles eines Besseren belehrt. Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass Inga sich da einfach reingestellt hat und so wie Pippi Langstrumpf gesagt hat, kenne ich nicht, aber dann wird es schon gut gehen. Und dann spielte Inga das Schicksal in die Hände. 2015 tauchte ein Bestand an Hühnern auf, der über Jahrzehnte fernab aller Einflüsse der großen Monopolisten gehalten wurde. Der genetisch nichts mit den hochgezüchteten Industrietieren zu tun hatte und damit viel näher an den Urhühnern war. Für Inga ein kleines Wunder, denn das würde sie in ihrer Forschung weit nach vorne bringen, da die Tiere nicht so kaputt gezüchtet waren. Der Haken an der Geschichte war allerdings, dass die Hühner in Nordrhein-Westfalen stehen und für mich nicht so ganz klar war, wie soll ich das denn eigentlich hinkriegen? Also ich wohne hier am Bodensee, ich habe hier 2 Kinder und die Hühner stehen jetzt da in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber wie es halt so ist, habe ich dann in dem Sinne mich nicht erstmal danach gerichtet, was als Problem sicherlich da war, sondern habe halt das Potenzial gesehen und habe gewusst, dass das einfach ja, die Aufgabe ist, die mir jetzt da gerade präsentiert wird und die kann ich jetzt ergreifen oder ich kann es lassen, aber so eine Chance, die kommt sicherlich nicht noch mal wieder. Für diese Chance nimmt Inga viel auf sich. Sie ist seither 2 Wochen im Monat unterwegs, weg von der Familie. 50 bis 60.000 Kilometer fährt sie im Jahr. Ihre 40-Stunden-Woche ist meist schon am Mittwoch voll. Alles für die Hühner. Ja, man muss schon mutig sein. Das geht gar nicht anders. Also in der heutigen Zeit sowieso, weil man könnte ja auch sagen, also es bringt ja alles gar nichts. Man kann ja gar nichts verändern. Wenn man sich dem hingibt, dann war's das. Also dann macht man nichts Neues und von daher spielt Mut schon eine wichtige Rolle. Aber um mutig zu sein, muss man sich auch selbst ermutigen. Diese Frau ist eine echte Visionärin. Der Landwirt, bei dem die Tiere sind, kann ihr große Ställe vermieten. Mit viel Platz und Geld von Bioproduzenten, die an das Projekt glauben, kann sie hier ihre Forschung noch professioneller und mit den genetisch unverdorbenen Tieren fortsetzen. Hühner züchten ist gar nicht so einfach. Inga kreuzt Tiere unterschiedlicher Rassen. Sie muss jedes Ei dem Huhn zuordnen können, das es gelegt hat. Dafür müssen die Hennen in Klappennester klettern, dort ihre Eier legen, die Mitarbeiter die Tiere scannen und die Eier dementsprechend markieren. So wissen sie, welche Hennen welcher Rasse die besten Eierleger sind und diese werden dann die Mütter für die nächste Generation. Das dauert. Züchtung hört im Grunde niemals auf. Und bei uns ist es so, wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 10 Jahre brauchen werden, bis wir wirklich sagen können, da hat sich jetzt eine maßgebliche Verbesserung eben auch gezeigt in den Merkmalen, um die es eben geht, damit der Landwirt mit den Tieren gut arbeiten kann. Aber dass die Hühner in den Käfigen sitzen bleiben müssen, kommt für Inga natürlich nicht in Frage. Nach dem Scannen können die Hennen das Nest wieder verlassen und zurück in den Freilauf. Darüber können wir auch besonders gut beobachten, wie sie sich verhalten und ob sie zum Beispiel auch das Nest finden. Weil es gibt manche Hühner, die finden das Nest gar nicht und naja,
Die sind dann nicht so gut geeignet für uns auf jeden Fall. Inga Günther ist in den ersten 10 Jahren ihrer Forschung ihrem Ziel, einer eigenen Zweinutzungshuhnrasse, schon ein gutes Stück näher gekommen. Landwirte aus ganz Deutschland und sogar Afrika kaufen ihre Tiere, die sowohl Eier legen als auch Fleisch ansetzen und das in gesundem Maße. So wachsen endlich auch wieder die Hähne mit auf. Jeder neue Hahn macht Inga glücklich. Doch an ihrem eigentlichen Ziel ist sie noch lange nicht angekommen. Ich will einfach, dass wir eine Alternative haben zu dem bisherigen System, weil ich glaube, dass das, was wir bislang im Bereich der Tierhaltung gemacht haben, dem Menschen überhaupt nicht würdig ist. Wir können das besser, da bin ich mir ganz sicher. Inga Günther, eine Frau, die Grausamkeit gegenüber Tieren nicht als gegeben hinnehmen wollte. Sie ist angetreten, die Ausbeutung von Hühnern zu beenden. Und damit unsere Welt ein bisschen besser zu machen. Eine starke Frau, die mit vollem Einsatz für ihre Ideale kämpft. Oh, Inga. Schön. Toll. Danke. Ja. Millionenfache Lebensretter. Ja, absolut. Ich habe gesehen, es hat dich berührt gerade. Ja, total. Ja. Möchtest du die Welt verbessern? Naja, ich möchte, also natürlich will ich die Welt verbessern, aber ich will vor allen Dingen, dass es einfach Alternativen gibt, dass es Menschen gibt, die zeigen, es gibt einen anderen Weg. Wir müssen das nicht so machen, wie man es bislang gemacht hat. Es geht nicht immer nur darum, möglichst viel aus den Tieren rauszupressen, sondern es geht ja darum, dass wir uns auch als Teil unserer Umwelt empfinden. Ja? Und so sind die Tiere im Grunde halt einfach Mitgeschöpfe und denen muss man den Respekt auch wieder zurückgeben, ne? Und die Wertschätzung. Ja, wir brauchen auch nicht mehr so viel Fleisch essen. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten. Ne? Wir sind ja schon ältere Kaliber hier in der Runde. Und wir haben das ja noch erlebt. Früher gab es den Sonntagsbraten und das war es dann. Ne? Ja, wenn da vielleicht noch was übrig war, dann wurde das in die Suppe geschnitten am nächsten Tag und das war's. Dein Motto von Astrid Lindgren ist ja, das habe ich noch nie versucht, also geht es sicher gut. Ja, genau. Das sagt die Pippi Langstrumpf. Das spricht mich sehr an. Also so diese Überzeugung zu haben, ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich mache es jetzt einfach mal. Es wird klappen. Also, weil das Wichtigste habe ich dabei. Ich und meine Überzeugung. Das ist ja mein wichtigstes Gut dabei. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir in dem Bereich, also in dem, wo ich auch was beitragen kann zu einer besseren Welt, dass wir da wirklich auch einen Fortschritt erleben werden. Du bist ja wirklich eine Pionierin, weil du es auch angepackt hast. Ne? Was können wir von dir lernen? Ja, die Dinge zu tun, die man selber für wichtig hält und das wirklich dann auch zu sagen. Lösungsorientiert sein und nicht problemorientiert. Genau. Ich glaube, unsere Gesellschaft krankt wirklich an der Tatsache, dass viel zu viele Menschen ständig nur an die Probleme denken, die irgendwo sein könnten, wenn sie irgendwas täten. Statt es einfach zu tun und dann zu sehen, wo sind vielleicht Probleme, aber die schaffen wir dann einfach aus der Welt. Was glaubt ihr, können wir mit kleinen Schritten schon die Welt verändern? Ja, unbedingt. Es sind so viele Milliarden Menschen hier auf der Erde. Wenn jeder einen kleinen Schritt macht, der führt dann wieder zu anderen Schritten. Also dann wird die Welt auf jeden Fall ein Stückchen besser. Und jeder kann halt das tun, was in seiner Macht steht, je nachdem, wie seine Fähigkeiten sind. Ne? Aber irgendwo muss man den Anfang machen.